was ich zum Beispiel nicht wusste, was ich in der letzten Woche gelesen habe, auch wenn es kein großes Geheimnis war, wenn du Facebook als Identity Provider benutzt, also wenn du Facebook nutzt, um dich auf irgendeiner Shop-Webseite anzumelden, damit du den ganzen Klein... den ganzen Kleinkram einzugeben, um dir das zu sparen, dann erfährt nicht nur Facebook, das wissen die sowieso, sondern erfährt auch diese Shop-Webseite meinen Namen, meine E-Mail-Adresse, meine Vorlieben, also bei alles, wo ich mal auf Like geklickt habe, die Vorlieben meiner Freunde, natürlich auch die politischen und religiösen Überzeugungen meiner Freunde und wer die so alle sind. Also es gibt eigentlich eine ganze Menge Gründe, Facebook nicht zu nutzen. Und dann gibt es da doch diesen einen, so ein Netzwerk wie Facebook, weshalb so ein Netzwerk wie Facebook unverzichtbar ist. Hat schon mal jemand von Metcalfe's Law gehört? Wahrscheinlich sehr viele hier, oder? Metcalfe's Law oder Metcalfe's Gesetz ist einfach nur die simple Beobachtung, wenn du ein Telefon hast und du bist der Einzige mit dem Telefon, nützt es nicht viel. Wenn es zwei Telefone gibt, dann ist das Telefon schon doppelt so nützlich. Wenn es drei Telefone gibt, vierfach so nützlich und so weiter. Also sprich, mit der Nutzung eines Netzwerks steigt die Nützlichkeit. Oder etwas platter gesagt, wir gehen halt einfach dahin, wo alle unsere Freunde und Bekannten sind. Dieser Sog ist so stark, dass es lohnt, jetzt mal ganz bewusst einen Blick über den Zaun zu werfen, auf die andere Seite, zu den Sachen, die es da noch gibt und die Frage, welche Alternativen haben wir denn? Und den Blick wirft jemand, der sonst für uns, für eine ganz andere Art von Blick zuständig ist, Sepp Greiner nämlich, der normalerweise da hinten steht in diesem Kabuff und seine Kameraaugen auf die Bühne richtet, wofür er, finde ich, an der Stelle jetzt auch sowieso mal einen Applaus verdient hat. Entschuldigung. Ja, wirklich. Und heute mal nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kameralinse, Sepp Greiner zu Secure Social Media. Okay, ist das an? Ja, super. Hallo, Jan hat mich ja vorgestellt, ich bin der Sepp. Secure Social Media, der Untertitel Bitte was rührt daher, dass ich selber eigentlich von dem Vortrag erstmal nicht so überzeugt bin. Aus dem ganz einfachen Grund, Social Media ist was, da trage ich aus meinem Privatleben Dinge in die Welt. Was zu Privates kommt da auch nicht auf Twitter oder Facebook oder sonst wohin. Beziehungskisten gehören da für mich zum Beispiel nicht rein. Andere Leute halten das anders. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir, vielleicht kennt jemand den Cartoon, die Schweine freuen sich ganz tierisch. Also ich möchte einfach mal ein bisschen einleitende Inspiration geben, warum ich das hier mache. Obwohl ich eigentlich denke, dass Social Media und Security nicht unbedingt zueinander gehören. Aber die Schweine freuen sich ganz tierisch. Das Futter ist frei. Der Bauernhof ist all inclusive. If you're not paying for it, you're not the customer, you're the product being sold. Okay, vielleicht möchte man sich überlegen, vielleicht möchte man nicht unbedingt das Produkt sein. Das andere, was ein bisschen sensibilisiert ist, meine Daten, wo sind die? Bei Facebook, das hier ist jetzt so ein Symbolbild für den zentralen Facebook-Server, wo alle meine Daten sind. Die gehören dann, glaube ich, auch gar nicht mehr mir. Also das Problem ist, Twitter hat das irgendwann mal gesagt, dass sie irgendwie das Urheberrecht an den eigenen Tweets behalten. Also das tritt man irgendwie an Twitter ab. Das war mal irgendwie in der Presse bei Heise. Dann gibt es noch diesen netten Mann hier, Keith Alexander, von dem werden wir heute bestimmt auch nochmal hören. Das ist der Chef der NSA. Das sind zwei Zitate von ihm aus einer Rede. Da hat er noch mehr so Zitate abgelassen. Das sind also echte Heroes dort bei der NSA, die da einen ganz tollen Job machen. Boy, we're so lucky. Ja, und dann bin ich auf diesen Artikel gestoßen bei Heise. Da ist ein brasilianischer Entwickler, Miguel Freitas, der hat Xine mitentwickelt. Das ist eine Multimedia-Engine für Linux. Einer der ersten Player, der mal irgendwie auf einer grafischen Oberfläche unter Linux es geschafft hat, mehrere Bildformate, Videoformate abzuspielen und der auch ordentlich weiterentwickelt wurde. Und der hat jetzt einfach mal irgendwie gesagt, er hat eine Twitter-Alternative entwickelt, die Privatheit und Anonymität zulässt. Und dann habe ich mir überlegt, darüber könnte man doch mal einen Vortrag halten. Hab das einfach mal bei uns in unserem Social Media. Wir im Webmontag-Team nutzen Yammer, das ist ein geschlossenes Social Media für Gruppen von Microsoft. Auch so ein Konzern, dem man ja nie immer so ganz traut. Habe ich das mal reingeschrieben, ich würde den Vortrag einreichen, hatte dann auch gleich den Job. Und habe dann losgelegt, habe dann mal bei der Suchmaschine meines Vertrauens gesucht und bin auf dieses Ding gestoßen. PIDA ist ein
Social Network. Die werben mit Privacy by Design. Hab ich mir gedacht, okay, das ist der erste Treffer bei Google. Hurra, ich bin gerettet. Das gucke ich mir direkt mal an. Was kann das denn? Hab da reingeguckt, hab da einen Account gemacht. Da gibt es tolle Marketing-Bullshit-Wörter. Shoutbox, Dropbox, Quick-Logins. Also prinzipiell ist es ein Passwortmanager, ein Brieftaschenmanager und man kann irgendwie sich auf seiner Webseite ein Widget installieren und dann kann man hoch oder stark verschlüsselte Mitteilungen bekommen. Das Ganze läuft, die Verschlüsselung läuft im Browser ab bei PIDDA und das ist auch schon das Hauptproblem, dass dieses System, kennt das übrigens jemand? Hat das mal jemand benutzt? PIDDA? Das ist über 4 Jahre alt, ne? Das gibt es also schon länger. Es hat noch keiner mitgekriegt. Das ist auch ein deutsches Produkt. Das war jetzt nur mal so. Das ist, aber es ist auf jeden Fall, die Jungs haben eine Engine entwickelt, eine JavaScript-Verschlüsselungs-Engine und die nutzt, die verschlüsselt jede Nachricht, die man bei PIDDA eingibt. Und deswegen, sagt der Anbieter, haben sie keine Möglichkeit, auf die Daten selbst zuzugreifen, die man bei ihnen lagern würde. Man hat aber auch sonst irgendwie keine Möglichkeit zu irgendwas, weil das Problem ist, ich habe versucht, 2 PIDDA-Accounts miteinander zu verknüpfen, um einfach mal Nachrichten hin und her zu schicken. Nein, das ging einfach nicht. Also ich musste eine Identifikationsnummer suchen und die habe ich nicht gefunden. Aber prinzipiell ist eine anonyme Anmeldung möglich laut dem Anbieter, wenn man dem jetzt vertraut. Das ist halt auch ein zentraler Anbieter. Es ist fast nur verschlüsselte Kommunikation, nur kleinseitig verschlüsselt und es sollen keine IPs zwischengespeichert werden. Um den Paranoia-Modus mal zu verdeutlichen des Anbieters, da wird eine virtuelle Tastatur angeboten, damit man Keylogger abwehren kann. Das war dann nichts für mich. Ja, jetzt habe ich zwar verschlüsselte Daten, aber kann die mit keinem austauschen. Das ist für mich nicht Social Media unbedingt, das ist mehr unsocial. Okay, dann habe ich mir das angeguckt, habe ich das gelassen mit dem Googlen. Ach nee, Google wollte ich ja auch nicht mehr benutzen. Habe ich mir das angeguckt, was ich eigentlich eingangs erwähnt habe. Das war Twister, diese Microblogging-Plattform. Und wollte mal schauen, wie das so ist. Bin auf die Download-Seite. Okay, entweder bist du Developer, Early Adopter oder einfach nur Masochist. Wenn du hier weitermachst, gut, danke für dieses herzliche Willkommen. Ich habe es dann einfach mal geguckt, dieses Twister gibt es schon fertig kompiliert für Linux, Windows. Es gibt auch eine Android-Version, die reduziert dann die Batterielaufzeit deines Handys auf 2 bis 3 Stunden. Aber immerhin, es geht und es kompiliert auch auf einem Mac. Und es ist tatsächlich einfacher, als das jetzt aussieht, aber Terminal und Sourcen und irgendwie was kompilieren. Ich habe einfach nur stur ein How-To für den macOS abgehakt und mitgemacht und hatte danach tatsächlich ein funktionierendes Webinterface. Das kommt einem jetzt auch irgendwie bekannt vor. Man kann dann 140 Zeichen Postings absetzen. Ich weiß auch nicht, warum man unbedingt immer diese 140 Zeichen, muss das sein, man kann doch auch mehr machen. Aber die haben auf jeden Fall die Tweetlänge übernommen. Bilder-Upload, Schnickschnack, gibt es gar nichts. Man kann Mentions, DMs und Tags absetzen. Ist alles wie bei Twitter, so in der Urzeit und alles sehr einfach geraten. Ja, das hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Es war nur keiner da, mit dem ich kommunizieren konnte, weil das ist ja auch noch Alpha und ganz neu. Deswegen gucke ich mir erstmal an, wie sicher ist das? Kann man das irgendwem empfehlen? Kann da irgendjemand mitmachen? Also erstmal arbeiten das Ganze Peer-to-Peer und der Miguel Freitas hat einfach mal genommen, was so da war. Er hat also sich angeguckt, es gibt diese Trackerless Torrents, dass man irgendwie keinen Tracker mehr braucht, um irgendwelche Torrents zu verbreiten im Web und Inhalte zu verbreiten. Und dieses BitTorrent Swarm und diese Distributed Hash Table, die da aus dem BitTorrent-Protokoll kommen, das hat er sich mal angeguckt, hat das einfach mit integriert. In dieser Hash Table werden deine Profildaten und das Profilbild gespeichert. Und von Bitcoin hat er sich das Blockchain-Prinzip genommen, weil er gesagt hat, diese Verschlüsselung, die ist ganz viel Geld wert und wenn die geknackt wird, dann kriegt das schon irgendwer mit. Also alle Usernamen, die ich bei Twister registriere, die werden in dieser Blockchain gespeichert, in dem Prinzip von Bitcoin. Und nein, man kann keine Bitcoins mit Twister minen, das geht nicht. Die Frage scheint öfter gestellt worden zu sein, zumindest wird das in der FAQ beantwortet. Und zwischen den Clients, also zwischen den Daemons, die man da laufen lassen muss, werden auch keine IPs weitergegeben. Das sieht schon mal ganz interessant aus.
Und muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das kann ich mir doch mal angucken, das könnte was werden. Wenn da jetzt auch noch mehr Leute hinzukommen, wäre das doch ganz schön. Aber grundsätzliche Funktionalität, grundsätzlich läuft das. Also gestern hatte ich irgendwie minus 1 Million Follower, aber das ist vielleicht noch ein kleiner Bug. Wie gesagt, das kommt, das wird noch ausgebaut. Aber gucke ich mal weiter. Diaspora, das kennen jetzt aber mal Leute, oder? Diaspora haben schon mal Leute benutzt, ja. Okay. Ich habe das auch schon mal benutzt, das war 2010 oder 2011, das war ein Krampf, deswegen habe ich mir das jetzt auch nicht weiter angeguckt. Das ist ein Kickstarter-Projekt aus dem Jahr 2010, das ist gestartet als Facebook-Killer, das wollten die Entwickler, glaube ich, selber gar nicht haben, aber es war halt eben das. Irgendwie musste da was her, 2010 gab es auch so schon mal sowas mit Facebook wird uns alle übernehmen und wir kennen kein Internet mehr und haben nur noch Facebook. Aktuell gibt es da 400.000 User, es wird seit 2012 als Community-Projekt weiterentwickelt und man muss sich da auf einem expliziten Server, auf einem sogenannten Pod, muss man sich da registrieren und die Server kommunizieren untereinander und es gibt Möglichkeiten, in andere Netze zu posten. Weil die nächsten beiden Netzwerke, die ich mir jetzt angucke, eigentlich die gleichen Möglichkeiten bieten, mache ich direkt weiter und bin dann zu Friendica gegangen und Friendica war für mich, oh, das ist toll, das sah mir nach einem Ansatz aus, dieses Problem der dezentralen Netzwerke und der Unbekanntheit von Netzwerken zu entgehen. Ich mache mir meinen eigenen Server und connecte mit allen anderen Netzwerken. Zumindest suggeriert das die Projektseite am Anfang. Da habe ich mir das mal genauer angeguckt. Friendica, was ist das? Das ist schön bunt, das ist eigentlich so ein Facebook-Ersatz. Man kann da sogar liken, also dieser Like-Daumen, der sieht eigentlich direkt Copy-Paste aus von Facebook. Man soll auch einen Dislike-Button aktivieren können, das wäre ja mal ein super Feature gegenüber Facebook. Man kann Status-Updates mit Bildern machen, kommentieren, sharen, private Konversationen, so mit Rechtevergabe, Fotoalben, vieles mehr. Das Ganze funktioniert ähnlich wie Diaspora. Man hat also einen einzelnen Server, bei dem man sich anmeldet. Man sucht sich da einen aus. Am besten installiert man selber einen und die Server kommunizieren dann untereinander. Es ist eine einfachere Installation als Diaspora, leicht gesagt. Es hieß, wer WordPress installieren kann, kann das auch installieren. Habe ich hingekriegt, mit Mühe. Aber das war mein eigener Fehler. Da habe ich irgendwo in dem How-To ein Ding übersprungen. Aber wie gesagt, nichts, wo man jetzt direkt so Spaß hat, wie ich mache irgendwo einen Account. Es ist schon etwas aufwendiger. Was dann enttäuschend war, die Standard-Plugins, die damit ausgeliefert werden, da kann ich zu Twitter, app.net und Google Plus posten zum Beispiel, zu Status.net auch. Das Problem an der Sache ist aber, ich kriege halt nichts zurück. Also das war dann doch nicht diese Hub-Funktion, diese Social-Media-Hub-Funktion, die ich mir erhofft hatte. Was es gibt, ist ein Facebook-Sync. Da braucht man allerdings auch einen Developer-API-Key und muss sich erstmal also bei Facebook als Developer registrieren lassen, um auf seinem eigenen Server eine Verbindung aufzubauen zu diesem Friendica. Und dann kriegt man hoffentlich alle seine Facebook-Freunde reingesynkt in Friendica und kann dann praktisch mit Facebook kommunizieren und braucht das Facebook-Interface nicht mehr. Wobei man sich natürlich im Klaren sein sollte, wenn ich Sachen zu Facebook schicke und mit Facebook kommuniziere, dann ist der Secure Social Media Aspekt auch wieder etwas daneben. Security-technisch, das ist ein dezentrales Netz, die eigenen Daten sind auf meinem eigenen Server und ich kann mit meinen Daten bestimmen, wo die hingehen, wer die lesen darf. Ich habe also umfangreiche Privatsphäre-Einstellungen möglich und die Kommunikation zwischen den Servern ist verschlüsselt. Military-grade verschlüsselt, sagen die Entwickler. Und prinzipiell muss ich sagen, ja, das ist auch keine schlechte Sache, aber auch hier, zumindest waren hier Menschen, mit denen ich kommunizieren konnte, also direkt in dem Netz. Ich habe meinen Server aufgesetzt, hatte dann nach Leuten gesucht und habe tatsächlich jemanden gefunden, den ich kannte und wir haben dann eine Konversation geführt. Immerhin war ein Anfang. Was ich noch kurz erwähnen möchte, so Open-Source-Entwickler sind ja nicht faul. Friendica ist eine Sache, aber Friendica war dann irgendwie nicht weiterentwickelt, cool und abgefahren genug. Deswegen haben sich die Hauptentwickler des Friendica-Projekts, eines neuen Projekts, was erst Teil von Friendica war, hinzugewendet. Das war dann die Rote Matrix und die hat nichts weiter zur Aufgabe als die Rettung des Webs vor den Mächten des Bösen.
da haben sie jede Menge Ideen zu. Sie wollen nochmal dieses Konzept von Profilen und Usern irgendwie ein bisschen überarbeiten. Es gibt dann irgendwie andere Formen von Social Streams. Ich will euch das gar nicht groß näher bringen, weil es in der Standardinstallation sieht das jetzt aus wie diese Friendica-Screenshots, die ich da gezeigt habe, nicht viel anders. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, diese Sicherheitseinstellungen sind nochmal gegenüber Friendica um einiges gewachsen. Und es gibt ein super Feature, was bestimmt für viele Leute dann interessant wäre, wenn dieses Netzwerk sich mehr verbreiten würde. Das sind diese nomadischen Entitäten. Ich soll in der Lage sein, meine ganze Identität auf einem USB-Stick theoretisch dabei haben zu können und mich weltweit irgendwo einloggen zu können auf irgendeinem dieser Server, wenn ich da einmal mich angemeldet habe in dieser roten Matrix und von dort aus dann agieren können. Es ist also kein Problem, wenn mir mein Lieblings-Red-Matrix-Server abgeschaltet werden würde. Damit kann ich leben. Zusätzlich soll das Ding auch als dezentrales Cloud-Storage funktionieren. Das habe ich jetzt persönlich nicht ausprobiert. Komme ich auch eigentlich schon zum Schluss? Halt. Und die Frage ist, Mensch, jetzt wollen wir doch auch den Effekt sehen. Nö, den sehen wir nicht. Die Frage ist, was bleibt? Ja, diese ganzen Netzwerke sind sehr unbekannt. Sie sind natürlich weniger sozial, da fehlen einfach die User. Und deswegen, wenn ich mich alleine entscheide, mich bei Friendica anzumelden, dann ist das natürlich eine Sache, die wird keinen großartigen Spaß bringen. Aber eine Möglichkeit ist, dass man vielleicht im Kegelclub, dass man vielleicht mit den Kumpels auf der Arbeit irgendwie sich überlegt, gerade wenn man vielleicht im Webbereich, im Bereich tätig ist, doch so eine Instanz mal aufzusetzen und sich das mal anzugucken. Allein die Nutzung von solchen Netzwerken hilft schon der Weiterentwicklung. Man kann Rückmeldungen geben an die Entwickler. Vielleicht hat man Bock, auch selber was zurückzugeben. Und da hat man halt wirklich dann einfach eine Sache, wenn man das mit mehreren Leuten nutzt. Ich würde vorschlagen, das fürs Web-Montag-Team zu machen. Da kriege ich dann auch bestimmt gleich einen Aufschrei. Und das würde ich an euch appellieren, einfach mal zu gucken, kann man das nicht irgendwie mit mehreren Leuten zusammen einsetzen. Das wäre so mein Gedanke. Dieses Friendica, ein bisschen Beschäftigung mit dem How-To, das ist schon gar nicht so schlecht. Twister kann man auch einfach ganz einfach installieren und schauen, ob das geht. Und damit würde ich euch eigentlich schon in den Abend wieder weiter entlassen. Ich glaube, wir sind dann auch gleich bei der Pause, aber der Jan möchte bestimmt noch was sagen und sagt Dankeschön. Du warst hervorragend in der Zeit. Ich war, glaube ich, gerade so, dass ich das Mikro aus Versehen abgeschaltet habe statt an. Aha. Macht aber nichts, wir haben ja hier noch eins. Wir nehmen jetzt mal so eins mit Kabel hier. So. Toll. Darf ich dir das gerade geben, das Mikro? Seb, zwei gemeine Fragen. Das eine ist, du hast dich ja hier jetzt quasi beworben, das Ding für den Friendica mal für das Webmontagsteam aufzusetzen. Na, also das wäre ja so ein klassisches Szenario. Ne? Du hast hier eine kleine Community, die auch geprügelt werden können, das Ding zu nutzen, weil sonst kommen sie halt nicht mehr an die Informationen. Und es ist so ein Social-Intranet-Aspekt, der wirklich gut funktioniert. Was wäre das, was rechnest du, wie viele Tage deines Lebens würde dich das kosten? Nur im ersten Jahr. Also Tage meines Lebens, ich glaube recht wenige. 3-4 Tage, bis das Ding läuft. Das Problem ist, dass wir danach erstmal im Team diskutieren werden, wie denn die Abläufe in diesem Netzwerk sein sollten. Wir haben ja jetzt dieses Yammer genutzt und wenn man dann einfach irgendwas komplett Neues irgendwie hat, dürfte das natürlich wieder für uns von der Benutzung her einfach ein Punkt sein, dass wir da Überlegungen haben und Probleme haben. Aber prinzipiell erstmal so eine Instanz aufzusetzen, sollte nicht so das große Problem sein. Das kriegen wir hin. Was mich zur zweiten Frage bringt, der OMI-Frage. Also jetzt einfach mal von der Nutzungsseite her. Welche dieser Plattformen würdest du deiner Oma zutrauen? Also einfach so aus Nutzerperspektive. Jetzt bitte nicht den Code kompilieren. Ich meine, ich kenne deine Oma nicht, aber weiß ich ja nicht. Aber wer als normaler User wäre damit nicht überfordert? Nein, also meiner Oma wird, also abgesehen davon, dass meine Großeltern tot sind, meiner Oma würde ich das nicht zutrauen, ich würde es meiner Mutter nicht zutrauen, aber das ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint, das ist,
es ist viel Arbeit, die da reingesteckt werden muss. Und die Frage ist halt, also worauf ich zum Beispiel gestoßen bin, war auf eine Diaspora-Instanz während meiner Google-Suche. Die hieß irgendwie Jenaspora für Jena irgendwie. Da hat sich also eine Gruppe hingesetzt und hat eine Diaspora-Instanz aufgebaut und hat versucht, da ein Netz zu machen. Ich habe keine Ahnung, ob das Netz erfolgreich ist in irgendeiner Form. Aber man kann sowas dann sicherlich kompakt anbieten, dass dieses einzelne Netzwerk oder dieser Teil, dieser Hub dann benutzbar wird, dass man sich da tatsächlich ordentlich anmelden kann. Also jetzt so ein Friendica, irgendwo so ein Probier-Friendica aus, melde dich dort an auf irgendwelchen Servern, diese Server, die da angeboten werden. Da muss ich sagen, nein, wenn meine Mutter sich da anmeldet, dann guckt die da drauf, klickt viermal und sagt dann, okay, was war das und ist weg. Ist aber andererseits ganz gut, weil wir wissen, sobald die Mutter da ist, sind wir dann raus, aber... Ja, du kannst ja alles ganz toll granular privat einstellen und hast ja die absolute Herrschaft über deine Daten und nicht mal die NSA kann drauf gucken, also kann auch deine Mama nicht drauf gucken. Kein Problem. Fragen wir doch einfach mal in den Raum. Wer setzt morgen eine Friendica-Installation auf und wenn ja, wieso? Sonst noch Fragen? Mein Mikrofon ist auf dem Weg zu dir. Da drüben haben wir noch jemanden. Haben wir hier auch noch jemanden? Entschuldige, wir haben dich gesehen. Komm. Da? Ja. So. Ich finde das Oma-Beispiel eigentlich nicht schlecht, wenn ich sage, ich setze ein Familien-Friendica-Dings auf und sage hier, Oma, das ist jetzt Facebook, das in den Medien liest, hier kriegst du alles mit, was deine Enkel machen. Ist das nicht sinnvoll? Kann man das dann nicht bedienen? Ist das wirklich eine Bedienung so umständlich, wenn es einmal eingerichtet ist und läuft? Ich finde das eine gute Idee. Das ist wie mit dem Linux für die Oma. Also es ist mit Sicherheit möglich, dass ich der Mutter oder der älteren Generation, die nicht rechneraffin ist, einen Linux-Rechner aufsetze, mit dem die ganz toll zurechtkommt. Das Problem ist die Interaktion mit anderen Menschen. Die hat dann ihre Seite, wo sie die Enkelkinder sieht und wo sie ihre Familienfotos sieht und wo sie dann erklärt bekommen hat, wie es funktioniert. Und dann kommt die Nachbarin und die hat Facebook und die möchte dann auch mit der Oma kommunizieren. Und das, da hakt es dann aus. Und das ist, glaube ich, das Problem, was bei vielen Dingen auch ist, weswegen viele dieser IT-Kinder, die ihren Eltern immer den Rechner installieren müssen, auch direkt Windows drauf machen und nicht eben in Linux oder irgendwas, weil eben doch dann der Support in einer anderen Form stattfindet. Prinzipiell ist das eine gute Idee, wenn man das natürlich ein bisschen optimiert, ein bisschen einrichtet und sagt, okay, hier sind die Fotoalben, hier kannst du unseren Urlaub nachgucken. Natürlich, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Einsatzmöglichkeit, wie beim Kegelclub. Frage von mir noch als unbelehrbarem und verknöcherten Alt-Twitter-Nutzer. Was macht eigentlich app.net? Ich habe da jetzt gerade wieder Geld bezahlt. Ach, du bist das? Ja, das Problem ist, dass ich irgendwie vergessen habe. Also ich habe es nicht vergessen. Ich habe überlegt, ob ich da jetzt kündige oder nicht. Und dann ist mein Account weg und kann ich den gebrauchen. Aber keine Ahnung. Also ich habe einen Client und ich habe eine Handvoll Follower und also ich glaube, Twister wird schneller mehr Follower haben als app.net. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Na? Das ist die Gefahr an Zwischenrufen, dann kriegt man gleich ein Mikro unter die Nase gehalten. Aber gut, wir nehmen als ein Fazit mit, wenn wir eine Chance haben, zumindest kleine Alternativen und kleine Biotope gegen die großen Kommunikationsnetze aufzumachen und trotzdem Social-Media-Techniken zu nutzen, dann ist es auf relativ kleinen und geschlossenen Inseln. Das nehmen wir mit, die mindestens einen Nerd an Bord haben. Also es ist der Einstieg. Also wenn sich das weiterentwickelt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Ich sehe es halt nicht, weil, wie gesagt, Diaspora, Friendica, Pidda, das sind alles Dinge, die existieren seit Jahren. Die sind vielleicht jetzt, also vielleicht ist jetzt halt der Druck größer, irgendwie tatsächlich, dass auch die ältere Generation drüber nachdenkt, dass auch jüngere Leute drüber nachdenken, Hilfe, da spioniert man mir ja auch nach. Ich will das vielleicht gar nicht haben, dass irgendwie Facebook meine ganzen Bilder über Jahre hat. Da gab es auch dieses Beispiel von dem einen Menschen, der irgendwie sich da Daten, also terabyteweise seine Daten hat zukommen lassen auf Max Schrems, ja. Auf zig DVDs und der dann irgendwie geguckt hat und sich gedacht hat, hey, den Großteil von dem Zeug habe ich doch eigentlich gelöscht, das habe ich alles gelöscht und dann hat Facebook gesagt, ja nee, also wir löschen da nichts, das sieht nur keiner mehr. Naja, die Alternativen haben wir heute wenigstens ein Stück bekannter gemacht. Vielen Dank, Sepp Greiner.
Thank you.